dann hätte auch die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck deutlich weniger zu tun. Schön, dass Sie bei uns sind. Also Tatsache, da kommen die ganzen Meldungen bei Ihnen im Büro an. Sie selbst können die auch sortieren. Müssen die auch freigeben? Ist das richtig? Ja, nicht jede einzelne Meldung, aber nachdem es sehr, sehr viele Meldungen sind, die jetzt im letzten Monat eingegangen sind, nutze ich manchmal auch so die ein oder andere freie Minute, um in den Mängelmelder reinzugucken und auch selbst mal freizuschalten. Es ist für mich ganz gut zu sehen, wo sind Schwerpunkte, was sind für Themen, auf die wir ein besonderes Augenmerk haben müssen. Ist schon gut, auch mal selbst mit anzupacken. Das läuft jetzt einen Monat bei Ihnen in Ludwigshafen. Wie ist Ihr Fazit? Was ist bisher alles passiert? Wie viele Meldungen sind da überhaupt eingegangen? Jetzt stand heute ungefähr 1500 Meldungen. 870 davon haben wir bearbeitet. Manches sind auch Doppelmeldungen, manches sind Meldungen, die in keine Kategorie reingehören. Wir haben jetzt 10 Kategorien im Mängelmelder, die unmittelbar durch die Bürgerinnen und Bürger zugeordnet werden. Das muss ja nicht immer der illegale Müll sein. Genau, es gibt ganz viele Dinge, die kommen aber dann trotzdem an der richtigen Stelle an. Und meine Bürgerberater leiten das dann auch weiter. Also merken Sie denn auch schon einen Unterschied im Stadtbild? Ist Ludwigshafen an sich sauberer geworden? Ja, wenn ich jetzt den Bürgerinnen und Bürgern zugehört habe, dann freue ich mich, dass sie das wahrnehmen. Ich habe den Eindruck an der einen oder anderen Stelle auch, wobei wir auch vorher schon als Verwaltung sehr, sehr viel Müll weggeräumt haben. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich über andere Kanäle, zum Beispiel über soziale Netzwerke oder per E-Mail gemeldet oder haben einfach angerufen. Aber jetzt kommt es sehr konzentriert an. Wir können beim WBL unsere Routenpläne danach richten. Wir können das jetzt sehr viel strukturierter auch abarbeiten. Also natürlich, Luft nach oben gibt es immer. Haben Sie noch auch weitere Ideen oder Dinge in der Planung, um dem Ganzen auch noch besser Herr zu werden? Ja, Müll ist ein Thema, das mit dem Respekt der Menschen vor ihrer Stadt zu tun hat. Ich werde eine Kampagne nach den Sommerferien starten, wo wir wirklich auch visuell darstellen, Respekt, Kampf den Müllsündern, aber wir müssen alle Strukturen, die wir haben, überprüfen. Mir fällt jetzt auf, wo ich so den Mängelmelder durchklicke, sehr viel wilder Müll ist rund um Kleidercontainer, Altkleidercontainer angefallen. Wir müssen gucken, wilder Müll, möglicherweise müssen wir unsere Sperrmüllabfuhr mal überprüfen, ob wir es tatsächlich so lassen, wie es ist. Wir müssen mal gucken, wie machen andere Städte das. Es gäbe viel zu tun. Ich habe den Baudezernenten, der dafür zuständig ist in weiten Bereichen, gebeten, tatsächlich auch mal zu überprüfen, sollten wir die Gebühren bei unseren Wertstoffhöfen nicht wieder abschaffen, dass es gar keine Hürde gibt, erst da was abzuliefern. Da haben wir als Hausaufgaben, als Verwaltung noch viel Hausaufgaben zu machen, dass so wenig wie möglich Müll in Ludwigshafen tatsächlich auch einfach so achtlos weggeworfen wird. Hausaufgaben, die Sie gar nicht hätten, wenn einfach jeder sorgsam mit seinem Müll umgehen würde. Jutta Steinruck, danke, dass Sie bei uns waren.